gibt mir das Eisen. So, 17 Stück, Alter. Jetzt könnte ich ja schon richtig großes Weizenfeld anbauen. Cool. Problem ist natürlich, ich habe vergessen, wie weit geht es? Ich glaube, 5 Felder, ne? So, 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 so. Ah, das war's. Aber kein Problem, ich könnte es rein theoretisch noch einmal machen. Mir das hochzüchten sozusagen. Mache ich auch. Ja, wobei, ich kann nicht alles hochzüchten. Ich habe jetzt nämlich nur noch 2, das heißt so. Aber die sind alle fertig. So. 8 Stück. Und damit kann ich dieses Feld zumindest hier schon mal bewirten. Und ich habe 18 Weizen. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das möchte ich jetzt aber überhaupt nicht probieren, weil da sehe ich schon wieder Spinnen, Creeper und Skelette und die kommen alle jetzt zu mir und macht die Tür zu. Macht die Tür zu, habe ich gesagt. Und ich glaube, ich würde jetzt einfach mal sagen, ach Mensch, ich bin ja sowieso schon ganz müde. Und geh einfach schlafen. Damit mich die bösen Spinnen, Creepermänners und Skelette nicht kriegen. Werd nochmal an meinem Trinken nippen. Und dann geht's weiter. So, ich höre hier ekelhaft eine Spinne rumkriechen. Ach, guck mal, schön, es wächst. Ja, ihr könnt da alle brennen, aber nicht auf meinen Bäumen, hallo? So, da hinten ist noch ein kleiner Creeper, der wird mich bestimmt gleich angreifen, aber da kenne ich ja nichts, den hau ich einfach auf die Fresse. Ja, komm her, Creeper, guck nicht so blöd. Ja, komm. Warte. Na, da kannst du explodieren, da störst du mich nicht. Ich muss mir jetzt, was hole ich mir jetzt? Ich hole mir jetzt erstmal Kühe und Schweine. Ich würde da gerne noch mehr haben. Allerdings habe ich hier noch nichts anderes gesehen, deswegen muss ich mich erstmal damit irgendwie arrangieren. Und das kann ja ein Spaß werden, die zu mir rüberzuführen. Ich könnte mir natürlich auch einfach mal so einen Gang bauen, auch übers Wasser, aber da habe ich keine Lust. Immerhin gut, die folgen mir sowieso. Aber ich muss mal echt gucken, was brauche ich denn für Schweine? Vielleicht ein bisschen angefeuchtetes Weizen. Ja, aber die Schweine interessiert es, glaube ich. Oder interessiert es die doch? Ich weiß nicht. Folgt es mir jetzt? Nein. Schwein, du bist doof. Ich mag dich nicht mehr. Hier ist ein Hühnchen. Hühnchen, komm her. Hühnchen. Hier, guck mal, was ich habe. Hühnchen. Hühnchen. Ah, läuft es mir jetzt hinterher? Nee. Wo waren denn die Kühe? Es gab hier auch Kühe. Ich brauche für die, glaube ich, ein Mörchen. Aber war für die nicht Weizen oder war das Samen? Wenn es Samen war, dann bin ich jetzt ein bisschen verärgert. Die laufen mir irgendwie nicht hinterher. Ein bisschen blöd. Die gucken mich alle an wie Karl Koks. Aber das war es dann auch schon. Hier gab es auch Kühe. Wo sind denn die Kühe auf einmal hin hier? Oder waren die da hinten? Ne, da ist ja schon Schnee. Da hinten sehe ich eine Kuh fliegen. Da unten war ein Enderman, das habe ich gesehen. Warum lädt denn die Welt jetzt nicht nach? Ist doch nicht zu fassen. Schneekühe! Na, oder auch nicht. Reicht das für euch? Achso, Fackeln nicht hier. Ha? Ja, du wirst ganz heiß darauf, ne? Ja, du bist schon geil. So, du Kuh kommst mit und die du Kuh kommst auch mit. Gibt es hier noch andere Kühe? Nein. Doch, da gibt es noch eine Kuh. Von der ich gehört habe, dass sie auch mit möchte. Komm mit, Kuh, komm mit. Warum ist da hinten sowas? Warum kommt ihr denn jetzt nicht mit? Irgendwas stimmt hier gerade mit der Welt nicht. Das interessiert die gar nicht mehr. Oh, verdammt. Jetzt darf ich aber die andere Kuh nicht mehr an. Bumsen, die sollen ja erst Babys kriegen bei mir zu Hause. Ja, ihr sollt alle mitkommen, Kühe. Los, folgt mir. Ja, ich weiß, du bist verliebt in mich.
Ach man, manche Kühe sind echt behindert im Kopf. So, Kuh, komm jetzt mit. Ja, hier lang. Oh, das könnte nerven. Alter, die Kühe da hinten sind doch total behindert im Kopf. Hier, ich baue euch das mal weg, dann könnt ihr nämlich lockig flockig mitkommen. So. Komm her. Los, kleine Kuh. Komm mit mir mit. Komm. Kuh. Ja, dann. Hauptsache, ich bringe zwei Kühe irgendwie mit nach Hause. Das reicht. Momentan habe ich drei, das ist schon mal nicht verkehrt. Mal gucken, ob die das jetzt schaffen. Wo sind die Kühe? Ach ja. So. Ach, ich glaube, für Hühner brauche ich die Samen pur. Kann das sein? Das habe ich gerade schon erwähnt. So, für mich selber. Frage ist jetzt, wie am besten? Am besten, glaube ich, hier lang. Ich glaube, das dürfte für die Kühe, für die dummen Viecher ein bisschen einfacher sein. Naja, oder auch nicht. Man kommt doch mal jetzt mit. Hier, komm. Kuh, komm mit. Ach, Kuh, du bist doch scheiße. Komm mit, komm du mit, komm. Komm. So ist fein. Die Disco-Kuh da unten, die ist mir jetzt zu blöd. Ich brauche ja sowieso nur zwei. Um sie zu domestizieren. Kühe. Hier lang. Kommt her. Ach man, die Kühe, die sind doch doof. Kuh, komm her. Wo gehst du hin? Komm. Hops, hops. So ist fein, Kuh. Ja, fein. Ja, so ist schön. Immer mir nach. Hier mach ich mal kurz weg. Hier geht's wieder runter. Runter geht doch ganz einfach, ne? Ja, runter ist schön. So. Ja, hier lang ist gut. Ja, fein gemacht, Kühe. Oh, verdammt. Ich glaube, das könnte jetzt ein bisschen... Ich hoffe, die hauen jetzt nicht ab. Ich glaube, ich baue den mal hier so eine kleine Treppe nach oben, dass es ein bisschen einfacher für die wird. Und auch für mich, weil ich glaube, da kommen die nicht hoch, die sind zu blöd. Das Problem ist, die verteilen sich jetzt. Ich muss mich beeilen, verdammt. Nein, hier war falsch. Oh mein Gott, jetzt werde ich aber nervös hier. Bau mal einfach das hier hin, ist mir jetzt wurscht. Weiter abbauen, schnell. Schnell, 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 bis ich oben bin. Dann sind sie weg. Und dann war's das mit meinen Kühen. Geh weg. So, jetzt schnell. Wir sind beide noch da, super. Na dann, kommt mit, Kühe. Ja, nein, Kuh. Ja, hier ist gut, hier ist fein. Kommt ihr da noch hinterher, ja. So, Nummer 1, Nummer 2, ihr seid beide da, wunderbar. Ich werde euch durch meinen super Wald hier führen. Los, kommt. Hat doch schon mal wunderbar funktioniert, noch bin ich ja nicht da. Warum bleibt denn die Kuh jetzt stehen? Komm her. Nein, komm hier hin. Kuh. Kuh. Ole. Ach. Dann hole ich die gleich. Warum gehst du? Kuh. Spider-Kuh, komm jetzt hier runter. Komm hier runter. Ja, geht doch. Muss man immer erst böse werden mit den Spider-Kühen, das ist doch zum Kotzen. Oh, ich glaube, das könnte für die Kühe ein bisschen zu tricky sein. Ist die Kuh schon wieder da hinten? Ich glaube, das ist die Spider-Disco-Kuh. Die will schon wieder auf den Baum raufklettern. Ach, die ist doch blöd, ey. Oh, verdammt, ich glaube, das könnte jetzt eng werden hier. Ich muss jetzt mal hier kurz mir aus schönen Erd... Klümchen was bauen, damit ich die Kühe hier wunderbar rüberbringen kann. Ich möchte ja nicht, dass sie zu viel Treppen steigen. So. Wo ist denn jetzt die Kuh hin? Hallo? Okay. Kuh. Warum? Okay, die Kuh ist da hinten, also scheiß mal auf die Kuh. Gerade. Die hole ich mir gleich. Erstmal die eine Kuh in ihr neues Zuhause bringen. Na komm. Ja, fein gemacht, Kuh. Hier kriegst du was zu essen. Nein, bleib da drin.
So, jetzt suche ich mir schnell die andere Kuh. Ah, oh, komm, Spider-Kuh. Ja, komm mit, so ist fein. Ja, komm. Das ist bestimmt eine weibliche Kuh, die wackelt so mit ihrem Hintern. Das kann ja quasi gar nicht anders sein. So, komm her. Nehmen wir mal hier. Nee, nee, bleib drinne. Und du, ja, komm rein. Ja, fein. So, hier, vermehrt euch. Kriegt Kinder. Oh, wie süß. Eine Babykuh, die guckt ein bisschen böse. Du guckst dumm, du guckst böse. Du guckst auch dumm. Merkwürdig. Naja, gut, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal Kühe. Das ist doch schon mal super. Ich bin jetzt Farmer. Farmer Joe aus Alabama. Nee, so, ich brauche aber noch Schweine, aber die sind da hinten. Das ist doch alles am Arsch der Welt und hier, das ist auch schon fertig. So, her. Habe ich alles aufgesammelt? Nicht, dass hier was im Wasser liegen bleibt. Oh, verdammt. Die habe ich ja ganz abgebaut. Das wollte ich jetzt aber nicht. Moment, so. So, so. So und so und so. Ich habe ja ganz viele so abgebaut. Habe ich ja gar nicht gemerkt. Das habe ich überhaupt gar nicht gemerkt. Da hinten ist auch noch so ein Teil. Das gehört zwar nicht mir, aber ich glaube, den Nachbarn wird es nicht sonderlich stören, wenn ich mir das einfach abbaue. So. Okay, die Frage ist, brauche ich eigentlich Schweine, wenn ich Kühe habe? Eigentlich ja nicht, weil die Schweine sind für mich ja nur, die Kühe sind für mich ja gerade nur dafür da, damit ich was zum Essen habe. Und da fällt mir ein, ich werde mal noch ein paar Crystal-Meth-Brötchen essen. So. Ein Schaf in der Wüste. Sieht man ja auch nicht alle Tage. Und ob ich mich jetzt hier so draußen aufhalten sollte, ist mir auch eine gute Frage. Oh, was ist denn da hinten? Was ist das? Sind das Bäume? Warte mal, da geht auf jeden Fall irgendwas runter da hinten. Da ist Lava. Ah. Das ist doch ein Haus, oder? Okay, ist interessant zu wissen. Ich glaube, da möchte ich jetzt hin. In der Nacht. Ich bin einfach jetzt eine Hardcore-Sau und werde mich jetzt nachts hier mal durchschlagen. Durch den Zombie-Wald. Ja, Zombie, komm, geh weg, ja. Schlag dich, Junge. Was ist das da unten? Die Frage ist, wie komme ich denn da unten überhaupt jetzt hin? Da ist auf jeden Fall eine Höhle. Ist das ein Spawner? Unter dem Wasser müsste ich durchkommen. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass ich jetzt so das durch einen Cheat erfahren habe, aber gut, man muss das da nehmen, wie es kommt, ne? Was ist das? Unter dem Wasser werde ich mich jetzt da knallhart runterbauen. Und bin dann einfach mal gespannt, was mich da unten erwartet. Ja, Zombie halt's Maul. Ich bin jetzt sowieso weg, also tschüss. Nee, Spinne. Ach, Spinne, hör auf. Spinne. Pfui, Spinne. Weg. Und du auch, geh weg. Geh schwimmen, mit deinen Freunden spielen oder was auch immer. Mir ist das wurscht. Ich muss mich jetzt hier runterbauen, weil da ist irgendwas. Und ich muss wissen, was. Kurz hier lang, aber hier müsste das... Verdammt, 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 ich habe keinen Stein. Nein! Scheiße. Es liegt da unten das Eisen. Ich glaube, es ist weg. Jetzt kommt der... Es ist weg. Na, wunderbar. Jetzt habe ich das Eisen hier aus Versehen reingeschmissen vor... voller... Ach, hier ist eine Lavahöhle. Das hätte ich ja vorher wissen müssen, dann hätte mich das ja gar nicht interessiert und ich habe mein Eisen nicht verloren. Ha, na toll.
Super, dass ich hier nach unten mich gebuddelt habe und mein Eisen verloren habe dadurch. Ach nee, habe ich doch nicht verloren. Nur zum Glück.